Der weiß, dass seit mindestens 15, 20 Jahren jeder Zug vorne und hinten einen Führerstand hat. Und ich bitte Sie, wenn Sie noch Zweifel haben, gehen Sie beim nächsten Mal, wenn Sie Stuttgart besuchen, an die Abfahrtstafel und Ankunftstafel vom Fahrplan. Die weißen und die gelben Schilder. Und dann gucken Sie mal, wie lange ein ICE oder Eurocity im nicht renovierten Stuttgarter Kopfbahnhof fahrplanmäßig Aufenthalt hat. Und Sie werden feststellen, 4 Minuten. Und jetzt frage ich Sie, was wollen Sie bei 4 Minuten Aufenthalt in einem nicht renovierten Kopfbahnhof noch an Zeit einsparen? Sie müssen irgendwann mal ein- und aussteigen. Sie können also maximal 4 Minuten einsparen am Bahnhof, dann hält aber der Zug dummerweise nicht mehr in Stuttgart. Und das ist eine falsche Frage. Also an dem Bahnhof kann es nicht liegen. Und jetzt zu Ihrer Frage, diese langsame Stelle, die ist lang, die ist länger, das ist nun die berühmte Geislinger Steige. Die Geislinger Steige ist eine der ältesten Bergbahnen überhaupt in Europa, wenn nicht auf der Welt. War damals eine tolle Ingenieursleistung, funktioniert bis heute. Wenn auch für Güterzüge eine mühselige Angelegenheit, sie ist so steil und kurvenreich, dass ein Güterzug eine Schiebelok braucht. Und Schiebeloks sind teuer. Die DB ist inzwischen dank Bahnreform aufgespalten in mehrere Töchter sozusagen und die stellen sich untereinander fleißig Rechnungen. Und unter anderem die DB-Tochter, die die Schiebelok betreibt, die verlangt eine saftige Gebühr zum einmal hochschieben. Dass da es wünschenswert ist, was Neues zu haben, eine neue Hochgeschwindigkeitsstraße nach Ulm, da besteht Einigkeit. Da müssen wir überhaupt nicht streiten miteinander. Das Bündnis K21K steht für Kopfbahnhof, hat immer beteuert, dass wir unbedingt eine Neubaustrecke gutheißen. Allerdings, diese Neubaustrecke, die jetzt trassiert ist, entlang der Autobahn A8 nach Ulm, halten wir, und ich gebe zu, das haben wir lange genug hinter den Berg gehalten, das ist sicher ein Fehler gewesen, wir halten die für eine Fehlplanung, weil die ist in Teilen noch steiler als die bestehende Geislinger Steige. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir bauen hier mit Milliardengeldern für das 21. Jahrhundert eine Eisenbahninfrastruktur, die für die nächsten 100 Jahre nützen und gültig sein soll. Das ist die übliche Nutzungsdauer bei Bahnen in neue Infrastruktur. Da bauen wir also für Milliarden für die nächsten 100 Jahre eine Strecke, die noch steiler ist als die Geislinger Steige. Das darf doch nicht wahr sein. Da kommen dann erst recht keine Güterzüge hoch. Und wenn wir die Wirtschaftsflaute, Herr Rölke nehme ich an, ist vermutlich gut betraut mit Wirtschaftsdaten, wenn wir die überwunden haben werden, und das hoffen wir ja alle, dass wir bald drüber hinwegkommen, ja, dann wird als erstes der Güterverkehr deutlich wieder zunehmen. Und Sie haben ja hier auch irgendwo in der Nähe die Autobahn, ja, wir alle kennen das Drama nach Stuttgart, die A8, die A81, permanent überfüllt, ganz zu schweigen im Rheintal unten. Ja, alle schimpfen über die, und ich auch, über diese endlosen Lkw-Karawanen auf der rechten Fahrspur. Seit Jahrzehnten wird davon geredet, dass wir diese Lkw-Kolonnen auf die Schiene verlagern wollen. Das ist, denke ich, unbestritten unser gemeinsames Ziel hier, vermutlich ganz Deutschland. Dann braucht man keine Neubaustrasse für Milliarden, wo wieder keine Güterzüge hochkommen. Das kann es doch nicht sein. Ja, da möchte ich gerne drei Anmerkungen machen. Erste Anmerkung, wir haben gesagt, auch das Bündnis K21 wäre für die Trasse Ulm-Mendlingen. Das stimmt nicht mehr so ganz, ja, denn die Grünen haben sich inzwischen davon verabschiedet. Die sind zwar nach wie vor für K21, aber mit der Argumentation, das sei zu teuer, haben sie sich vor etwa 4 Wochen jetzt von Ulm-Mendlingen verabschiedet, nachdem sie 15 Jahre dafür waren. Das kritisiere ich gar nicht, ich stelle es nur fest. Zweite Anmerkung, Stuttgart ist ein pünktlicher Bahnhof, das trifft durchaus zu. Ich fahre öfter mit dem Zug von Pforzheim nach Stuttgart, kann bestätigen, er kommt relativ pünktlich an, das ist auch überhaupt kein Problem, wenn ich dann zu Fuß weitergehe zum Landtag. Nur wenn Sie zur Messe wollen oder beispielsweise irgendwo aus dem Enzkreis dann zum Flughafen, dann wird es schon etwas schwieriger, dann müssen Sie nämlich aussteigen, dann müssen Sie 2 Treppen runter in die S-Bahn einsteigen, die fährt dann in Richtung Bahnhof und hält überall. Und es ist dann schon ein qualitativer Unterschied, wenn Sie mit den Möglichkeiten eines Tiefbahnhofs dann gar nicht umsteigen müssen, sondern mit demselben Zug mit deutlicher Zeitersparnis dann weiter zum Flughafen fahren können. Denn Herr Gebhardt,
Es nützt ihnen relativ wenig, wenn sie wegfliegen wollen, wenn der Zug pünktlich kommt oder der Flieger weg ist. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr oder wie oft auch immer. Die meisten Leute brauchen das vielleicht nur einmal im Jahr, wenn sie in Urlaub fliegen. Aber es gibt ja auch Geschäftsreisende, die wesentlich mobiler sind. Und wir sind ja ein hochmodernes Industrieland mit den entsprechenden Verkehrswegen und auch mit der entsprechenden Messe. Und die wollen wir eben zeitgemäß anbieten. Dritte Anmerkung. Sie sagen, es wäre schöner, oberirdisch zu fahren als durch diese Tunnel. Das kann man durchaus so sehen. Nur muss man sich natürlich dann auch die Frage stellen, was ist denn die Alternative zu dieser Tunnelkassenführung? Die Alternative ist, dass Sie dann beispielsweise eine Trassenführung K21 wählen, die durch dicht besiedeltes Gebiet führt, beispielsweise durch die Stadt Esslingen. Und ich gebe Ihnen heute schon Brief und Siegel, da haben Sie erhebliche Widerstände bei denen, durch deren Gebiet diese Trasse dann geplant wird. Und deshalb werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie K21, da gibt es ja im Moment keine Planung, zumindest keine, die auch nur ansatzweise planfestgestellt wäre. Es gibt keine Verhandlungen über die Finanzierung. Es gibt diesen ganzen Prozess nicht, wo Sie sich, wie ich es vorhin beschrieben habe, auf demokratischen und rechtsstaatlichen Wege durchsetzen. Also wenn wir heute das Projekt S21 beerdigen und alle uns einig würden, wir wollen K21, ginge der Prozess von vorne los und es wären Jahrzehnte zu überbrücken, bis wir dann tatsächlich diese Alternative bauen könnten, wenn wir sie durchgesetzt bekämen. Denn klar ist, dass natürlich etwa in Esslingen oder wo auch immer, wo diese Trassenführung geplant ist, es natürlich auch erhebliche Widerstände gäbe. Gut, alle verstanden sind. Ja, glaube ich. Herr Dr. Röhle, es nützt Ihnen genauso wenig, wenn Sie mit Ihrem ICE meinen, schnell zum Flughafen zu kommen und nur jeder dritte ICE am Flughafen halten wird. Die DB hat es heute schon angekündigt. Es wird nur jeder dritte ICE ausgeschleift und dort anhalten. Und warum? Der Bedarf ist nicht da. Stuttgart Flughafen ist ein mittelgroßer Flughafen. Der liegt dummerweise nur genau, oder glücklicherweise, je nachdem, genau zwischen Frankfurt, das Drehkreuz schlechthin in Deutschland, und München. Und es ist schlechterdings undenkbar, jeder Betriebswirt wird das bestätigen, man kann nicht alle 150 Kilometer ein internationales Drehkreuz von der Größe von München oder Frankfurt betriebswirtschaftlich sich rechnen, betreiben, geht nicht. Das Stuttgart wird also immer eine mittlere Position einnehmen zwischen diesen beiden Flughäfen, es sei denn, die werden plötzlich klein. Ja. Darf ich nur einen Satz dazu sagen? Natürlich ist die Nachfrage am Flughafen Stuttgart geringer, als sie sein könnte, aber das hängt unter anderem mit der mäßigen Anbindung zusammen. Unter anderem deshalb. Ganz sicher nicht. Jetzt vielleicht, wir haben jetzt eine Frage zum Thema Kostenzahlen. Wir haben jetzt mal gehört, was die Befürworter oder die Gegner für diese Neubaustrecke ins Feld führen. Für mich ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiges Argument. Wir haben vorhin über die Kosten gesprochen. Ich will es jetzt mal ganz plakativ machen. Die Stadt Stuttgart hat die ganze Fläche von der Deutschen Bahn erworben. Wir reden hier über eine Fläche von 109 Hektar innerstädtisches Gelände. Ich mache jetzt eine ganz einfache Rechnung und vielleicht da auch ein kurzes Statement von Ihnen beiden. Das sind natürlich Filetstücke in der Innenstadt, da tun sich natürlich innerstädtische Entwicklungen auf. Da gibt es sicherlich auch in der Stadt, in der Höhenlage Gegner, die das nicht haben wollen, aus ökologischen Gründen, wie auch immer. Ich stelle jetzt mal die wirtschaftliche Frage, rein wirtschaftliche Frage. 110 Hektar, Innenstadtgelände, Stuttgart, teure Lage, 1000 Euro pro Quadratmeter. Das gäbe summa summarum, wenn ich das vermarkten könnte, auf einen Schlag für die Stadt 11 Milliarden Euro. Einfach Ihre beiden Statements dazu. Also zunächst gehen wir von etwa 100 Hektar aus und das ist nicht geplant. Das ist nicht geplant, diese 100 Hektar vollständig zu vermarkten, sondern im Gegenteil, 20 Hektar sollen zusätzlich dem Schlosspark zugeführt werden. Und im Übrigen dort auch etwa 5000 Bäume gepflanzt wurden. Insofern ist das ein absolut ökologisches Objekt. Zum Zweiten besteht die Möglichkeit der Innenentwicklung. Nicht? Wir fordern ja aus ökologischen Gründen immer Innenentwicklung vor Außenentwicklung, weniger Flächenverbrauch. Es sollte nach Möglichkeit Wohnraum in der Innenstadt entstehen und nicht auf der grünen Wiese. Und genau diese Möglichkeit besteht auf den
80 Hektar, die geplant sind, städtebaulich oder innerstädtisch zu erschließen, würden etwa 11.000 Wohnungen entstehen. Es würde eine Wertschöpfung entstehen von etwa 500 Millionen Euro. Also aus unserer Sicht wäre diese Lösung sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll. Aber es würden eben nicht alle 100 Hektar einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt, sondern durchaus auch eine Erweiterung der Ökologie angedacht. Gut, danke Ihnen, Herr Gebhardt, auch dazu ein kurzes Statement. Also die Erlöse wären natürlich sicher für die Stadt, für den Stadtsäckel traumhaft, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir haben seit 10 oder 15 Jahren dieses A1-Gelände, so nennt es die Bahn, da wo jetzt diese Bibliothek neu gebaut wurde, Sie kennen es bestimmt alle, das ewig brach lag, komplett brach lag. Die LBBW-Bank hat sich dort dann ausgedehnt auf Geheiß von Herrn Schuster, unserem Oberbürgermeister, der Stadt und Land sind dann die Eigner der LBBW-Bank, so nach dem Motto, verflixt, die privaten Investoren bleiben aus, wir blamieren uns, jetzt müssen wir da mal hier irgendwas bauen, damit die Leute sehen, es geht vorwärts. Und dann die LBBW-Tochter, Immobilien und Leasing, die haben dann noch weitere Gebäude hingebaut. Es tut sich, dieses Gebiet tut sich wahnsinnig schwer, tatsächlich Investoren anzulocken. Und was da bislang gebaut wird, das dreht jedem Stuttgarter den Magen um. Ich habe noch niemanden getroffen, auch von der Stuttgart 21 Befürworterseite, noch niemanden getroffen, der auch nur ein gutes Wort über diese Architektur, die sich da bereits abzeichnet, gefunden hat. Und selbst die neue Bibliothek, die zunächst mit Forschungslorbeeren beachtet war, fällt komplett durch bei der Stuttgarter Bevölkerung. Also es sieht nicht so aus, als ob das ein Selbstläufer wird, dass sich das von ganz alleine vermarktet, das ist die eine Seite.